Kartenbusse, Karte 2016, ja, das ist heute jetzt die Salzkammergut-Biker gegen Sternhafer 1. Wer kann sich da durchsetzen? Sind es unsere Qualifikanten von der ersten Runde oder können es die Salzkammergut-Biker dort noch? Ja, da ist jetzt die Traun. Die Traun mit ein bisschen Strömung, das könnte jetzt natürlich auch ausschlaggebend sein. Sternhafer gut in Form. Gar den direkten Weg genommen und jetzt heißt die Salzkammer weiter. Man sollte mit den Füßen arbeiten, ja, aber vielleicht geht es mit den. Vielleicht geht's noch. Man muss da noch ein bisschen rüber. Das wird ein hartes Rennen. Ja. Da sind wir gespannt. Fortzieht dann eben vorbei. Ja, man sollte diese Bujenkette da durch. So, und damit müssen wir natürlich jetzt auch ganz ehrlich sein, wir haben ein Siegerteam. Ja, es heißt, da durchzufahren, und ich muss mir auch mit der Jury noch absprechen, ja, so ganz hundertprozentig, da haben wir zum Glück unsere Tourkamera, da haben wir auch unser digitales Auge, aber es sieht eigentlich so aus, ich brauche jetzt kurz den Herrn Putz dazu, da müssen wir die Rennleitung mal kurz schauen, so hundertprozentig war das jetzt noch nicht, ja, das Fotofinish. Herr Putz, jetzt ganz kurz, dürfen wir runterschalten zur Rennleitung, man hat auch mal beobachtet, was hat man rausgefunden? Ja, wir haben eine Linienrichterin jetzt gehabt, die hat wirklich ganz genau geschaut, wer da der Erste war. Ja, wir haben zwar gesagt, durch die Bojen durch, aber sie haben ja genauso viel gepaddelt, die Gruppe 9. Und deshalb würde ich sagen, sind die Sieger, weil die waren früher da. Gut, ich hoffe, da haben wir jetzt keine bösen Sorgen gemacht, aber ich glaube, das geht alles in den rechten Dingen so. Da haben wir eine unabhängige Jury. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, Herr Putz, da muss man auch sagen, da drüben ist ja eigentlich die Bojenkette. Also, hat das Ganze eigentlich schon Hand und Fuß, gell? Aber wir dürfen uns natürlich auch bedanken, wie gesagt, bei Günter Neumann und bei Christoph Dürer, wenn die faire Sportsmänner sind, aber trotzdem ausgeschieden sind. Wunderbar. Einen großen Applaus an beide Teams, haben sie sich verdient. Man fährt jetzt zurück mit den Schwänen an die andere Seite. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Runde. Da haben wir jetzt die Schwanentussis gegen Team Sunshine. Die Schwanentussis, das sind die Linda Hall und die Mergen Tesarasch. Und Team Nummer 12, die Team Sunshine, Andrea Stalf und Michaela Bruderhofer. Also das ist ein richtiges Damen-Duell. So, da wird alles ausgehändigt. Der Herr Holzinger, die gute Seele, die da drüben ein bisschen hilft. Und die Schwäne mit eigener Kraft aufgeblasen hat, so muss man auch sagen. So, es sieht gut aus, aber ich warte auf die Rennleitung, auf der drüben, auf das Signal, dass alles optimal in Vorbereitung ist. In der Boxengasse ist man. So, das Signal auf unserer Seite würde funktionieren. Jetzt warten wir natürlich auf die Frage da drüben noch. So, da muss man da schon stehen. Ja. Die Rennleitung lässt dann alles ganz genau prüfen. So, da wird die Schwimmweste noch angelegt. So, das ist ganz wichtig. Wir haben schon gesehen. Ja, der eine oder andere hat schon heute ein bisschen was im Wasser gemacht. Unfreiwillig, aber meistens eigentlich bravourös bis jetzt die Traum gemeistert. So, die Schwimmwesten dürften angezogen sein. Paddelausgabe. So, hat jeder ein Paddel und Paddel hoch, bitteschön. Eins, zwei sehe ich. So, ein rotes Paddel sehe ich, genau. Ja. Die Dame, die winkt, haben wir begriffen. Ne? So. So, alle haben ein Paddel, das schaut gut aus. Gleich dürfen wir uns dann freuen auf die nächsten Kandidaten. Das ist dann schon eigentlich ja, vom Halbfinale. So, die Schwanentussis gegen Team Sunshine. Wir warten da drüben noch auf das offizielle Go, es geht los. Auf 3, 1, 2, 3. Und wir haben schon wieder oft gesehen, der Start, der muss glücken. Da schauen wir nicht, dass man jetzt auch vielleicht mit dem Kopf des Schwanes zu uns nach unten auf die andere Seite rudert. Aber das schaut gut aus. Es dürfte Team 11 sein. Es dürfte jetzt sein, dass das die Schwanentussis sein, die sich da wirklich Zentimeter nur davor bewegen. Die Männer oder die Frauen mit der Nummer 12. Ja, knapp dahinter ein, zwei Schwanenlängen, aber das könnte noch ein Fotofinish werden. Sind wir gespannt, was da heute noch möglich ist. So. Ja, das schaut aus, die Schwanentussis lassen sich da, glaube ich, jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Ein, zwei, drei Schwanenlängen sind das schon. So kann man da jetzt, ganz, ganz wichtig, hier muss man jetzt auf die Strömung aufpassen, dass ich jetzt gleich mal der Mittelteil der Zaun. Und jetzt heißt es, da Zähne zusammenbeißen, richtig kräftig rudern und schauen, ob man auf die andere Seite möglichst schnell ohne die anderen, einen überholen, das zu schaffen. So, die Schwalen zu sich. Schaffen sie es? So, wir schauen, wer fährt da mit? Das ist die Linda Hall und die Mergen Tesarasch. So, mit der Startnummer 11. Schaffen
Sie es. Also,